Hallo, ich dachte, ich nehme euch heute mal mit. Und zwar hat eine liebe koreanische Freundin von mir Geburtstag gehabt und deshalb werden wir so ein bisschen durch die Stadt bummeln und sie wollte mir ein sehr schönes Café zeigen und ich wollte ihr Geschenk überreichen. Aber vorher wollte ich euch sagen, ich war gerade in der Uni und hatte English Education und da ist so ein Mädchen, ich glaube eher eine Frau, ich glaube, sie ist älter, bei den Asiaten kann man das so ein bisschen schwer erkennen. Und weil sie alle sehr, sehr jung aussehen. Und sie ist immer so ein bisschen komisch zu mir. Also es das heißt komisch, aber sie ist immer sehr interessiert. Aber wenn ich dann was zu ihr sage, ist sie irgendwie so geschockt und kann gar nicht reagieren. Und es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Und es gucken auch immer alle, weil sie so sich ein bisschen merkwürdig verhält. Und heute, ich sitze neben einem Kanadier, Brandon. Und ich habe mich neben ihm gesetzt und dann kam sie in den Klassenraum mit so einer Tüte und hatte zwei Pakete, und zwar diese hier. Diese. Und gab dann, also stellte mir eins hin und ihm eins. Und da steht Bread and Rice Cake drauf. Und als ich das gesehen, dachte ich so, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Weil, also wir haben noch nie mehr als 5 Sätze miteinander gesprochen. Ich wusste noch nicht mal richtig ihren Namen. Und dann meinte sie, nein, nein, irgendwie, was sie rausbekommen hat, ist nein, nein. Das war doch gar nicht teuer. Und ich habe dann Brandon angeguckt und wir waren beide total schockiert und da war das hier drin. Oh mein Gott. Also, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Das ist, also ich glaube, das hier ist Rice Cake in Form von so Blumen und auch noch so separat verpackt, ganz, ganz süß. Brandon meinte, das hier ist, glaube ich, so Honey Bread, also so Honigbrot. Und was das ist, wissen wir beide nicht. Aber ich denke mal so ein Kuchen. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr weich an mit so einem Kleeblatt vorne drauf. Also, mein Gott, also ich war natürlich total dankbar. Es war eine unangenehme Situation, weil, ja, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie nicht Best Friends oder so. Aber naja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und werde mir jetzt Nudeln machen und danach dann eins von denen zum Nachtisch genießen, bevor ich mich mit meiner Freundin treffe. So, Nudeln sind fertig. Ich habe mir einfach Ramen-Nudeln gemacht mit Ei und Käse. Und ich habe eins von diesen Dingern probiert. Die schmecken tatsächlich anders als das, was ich vorher hatte. Also das ist wirklich so Duck, also Rice Cake. Aber es schmeckt gefühlt wie, kennt ihr so vegetarische Bolognese? Also irgendwie süßlich, herzhaft. Ja, aber ich werde noch ein paar davon essen. Jetzt aber erstmal das und schaue Big Bang Theory. Ich habe ganz vergessen, ich habe vorhin eine Geburtstagskarte gekauft für Nicole, für meine Freundin. Und ich habe ganz vergessen reinzuschreiben, was ich reinschreiben wollte. Aber ich wollte sie euch kurz zeigen. Ich muss eigentlich in einer Minute da sein, aber wie immer bin ich zu spät dran. Aber ich finde die so süß. In dem Laden gab es ganz, ganz vieles. Bei uns in der Uni so ein Laden. Das ist so ein Pop-up, also so 3D-mäßig mit so Filzsticker befestigt und so eigentlich ganz niedlich und schlicht. Und ja, die haben hier auch noch mal so eine extra Karte, wo man dann was reinschreibt und dann noch so einen schönen Umschlag. Und da kommt es jetzt rein. Und das Geschenk ist hier drin, es ist ein Mascara, der beste für asiatische Wimpern sein soll. Und die Verkäuferin hatte das erst in einem ganz schönen Papier drin. Ich habe mich total gefreut, so Weinrot und Gold. Und dann ist das aber gerissen und dann hat sie das genommen, weil es so mehr plastikmäßig war. Naja, aber trotzdem besser als eh unverpackt, ne? Guess I'm still young, feel I waited too long. All of the things wishing I could have done. I think I waited too long. So this is a cool, this is me. Thank you.
cry. Okay. Come on, give me your feet. Now. Now. Vertically, horizontally. I don't know. Like that. Yeah. Okay. It'll be easier for you to eat. Yeah. Thanks, Mom. You're welcome. Like, this looks like a mess. Like war. We should have taken it before. Yeah, I know. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich war mit Nicole in so einem Hamburger-Restaurant. Es hat doch irgendwie so einen deutschen Namen, irgendwie Kuckenheim oder so. Und ja, es war ganz lecker. Also in der Karte stand irgendwie, dass sie das Brot, was sie machen, dass es selber gebacken ist, aber es war im Endeffekt ganz normales Weißbrot. Wir waren im Lotte Einkaufszentrum, Main Einkaufszentrum sozusagen. Und dort gab es Irma Mercier, Bobby Brown, Mac, Shumura, etc., Benefit und so. Ganz, ganz viel. Und dort gab es auch einen von den Blushes aus der, wie heißt die denn, Style Seeker LE von MAC. Ich wollte ja mir die beiden angucken, Worldly Wealthy und diesen roten, diesen knallroten. Und dieser knallrote und der peachige waren schon ausverkauft. Der peachige, wer hat man überhaupt nicht gesehen auf meiner Haut. Der rote war, fand ich, gar nicht so gut pigmentiert. Und den braun habe ich mir auftragen lassen, also ups. Ich habe ihn nicht genommen, denn ich finde, irgendwie ist das ein bisschen zu speckig. Ich war gerade wieder einkaufen. Und zwar war ich mit Rika auf unserem Markt. Der ist so 30 Sekunden von meinem Haus entfernt. Und der hat aber nur donnerstags auf. Und da gibt es immer verschiedene Stände. Und das Gemüse zumindest ist wirklich viel günstiger als im Laden. Das Obst ist meistens genauso teuer oder teurer. Und dann haben wir uns ausgemacht, dass wir uns da treffen und dann sind wir dorthin und es gab nur den Obststand, einen einzigen Stand. Ja, das war ein bisschen frustrierend. Ich zeige euch mal, was ich danach noch so gekauft habe. Also, ich habe, das ist das Einzige, was ich beim Markt gekauft habe, aber das sind 9 Bananen und ich habe 3000 bezahlt. 3000 Won, das sind so 2 Euro, weiß ich nicht, 30 oder so. Also das ist für hier auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber für hier ist es richtig, richtig, richtig günstig. Dann waren wir aber frustriert, weil ich brauchte unbedingt Salat. Ich hatte keinen Salat mehr und auch so ein paar Zutaten für den Salat. Dann sind wir im Supermarkt gegangen, der so auch wieder eine Minute entfernt ist. Und ich hatte erst einen Eisbergsalat in der Hand, der hat 3000 gekostet und dann habe ich das hier gesehen. Und ich wollte unbedingt einen anderen Salat haben. Ich wusste aber nicht, was das ist. Bis ich zu Hause war, wusste ich nicht, was es ist. Aber anstatt 3000 Euro hat dieses ganze Ding nur 1500 Won gekostet. Das sind so 1 Euro, was sehr gut ist. Und dann stand ich vor meiner Tür mit Rika und dann kam meine Guest Mother sozusagen, die hier das Gasthaus behütet und fragt mich, warum ich das habe. Und dann haben wir so total panisch geguckt, weil ich habe es halt einfach mitgenommen. Ich dachte, das wird schon irgendwie eine Art von Salat sein. Und dann meinte sie, das macht man in die Suppe. Und dann war ich total so, oh mein Gott. Und dann habe ich es gegoogelt. Es hat eine Weile gedauert, weil natürlich nur, weil sie das ausspricht, weiß ich nicht, wie man das schreibt. Es ist Shigumchi Namul. Und das ist Korean Spinach Salad. Also Shigumchi ist Spinach, also Spinat. Richtig, richtig gut. Und es gibt hier ein, das ist Shigumchi Namul, ist ein Banchan zu Beilagen. Und das ist eine Beilage. Und die besteht aus Spinat, einem Bund, Soy Sauce, Sojasauce, Salz, Zucker, Sesamöl und gerösteten Sesamsamen. Dann für meinen Salat Gurken, die waren auch günstig. 1500 für 2 Gurken, das sind auch wieder so 1 Euro. Obwohl, das ist, glaube ich, sogar der Preis, den man in Deutschland auch bezahlt. Also die waren echt günstig. Ich weiß nicht, warum. Dann habe ich mir Pilze mitgenommen. Und zwar sehen die Pilze so aus. Sieht vielleicht nicht so lecker aus, aber es sind einfach ganz normale Pilze und die kauft hier wirklich jeder. Also vor mir die in der Schlange stand, die hatte auch von denen ein paar. Und da habe ich einfach 2. Da kostet eins nur 500 Won. Das sind so 20 bis 30 Cent. Und dann habe ich mir noch Sojamilch mitgenommen.
weil, ja, meine war alle. Ja, und dann werde ich jetzt, glaube ich, mal ein Bananchen essen und mir dann überlegen, was ich hier daraus für einen leckeren Salat mache. Tschüss.